Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin wieder los, ich bin Forellenangeln. Dieses Mal bin ich in Bargfeld-Stegen unterwegs am Räuberteich. Hier bin ich mit Eduard und Alex zusammen und wir werden versuchen, ein paar richtig große Lachse auf die Schuppen zu legen. Ob wir was gefangen haben oder nicht, siehst du natürlich hier in diesem Video. Also bleib dran, los geht's. Ich hab ein Biss. Ja? Ja? Und? Oh, ein Trümmer. Was habe ich gesagt? Das war jetzt der. Das war der zwei. Oh, ausgestiegen. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, da war ein Biss. Jo, Fisch zieht ab. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh, da ist ein Biss. Jo, hat den Köder. Oh, mit dem Köder weg. Das gibt's doch nicht. Ja Leute, da klingelt's, der Alex angelt mit dem Spoon und hat jetzt auf den Gigas, Gaia, ja, jetzt hat er auch auf dem Gaia eine Lachsforelle drauf. Gucken wir, hoffen wir, dass wir die rauskriegen. Oh, ein schöner Fisch. Brauchst du Hilfe? Hm? Ist auch wieder so eine 3 Kilo, ne? Hey, Petri, Alex. Lass mal reingucken. Nee, jetzt ist er raus. Ja. Da ist die schöne Forelle. Da ist der Alex, Petri. So, Gaia 2,1, um ein bisschen weiter zu werfen. Oh. Wieder auf dem Gummi. Ja Leute, ungewöhnliche Methode für eine URL-Route, aber wenn man sieht, dass die Fische außerhalb der Reichweite sind, macht es Sinn, mal ein bisschen zu experimentieren. Und da habe ich die kleinste Bombarde, die ich je irgendwo im Keller gefunden habe, vorgeschaltet. Dahinter habe ich einen
Boxster, den normalen Boxster in Naturfarbe. Das bedeutet, wir können sehr weit werfen und gleichzeitig schwerelos fischen. Und das war jetzt der zweite Wurf. Und siehe da. Zeigen wir es nochmal. Kleine Bombarde. Boxster hängt im Kescher. Fisch ist im Netz. Plan ist aufgegangen. So. Wir haben jetzt hier den Achterhaken für den normalen Boxer. Ziehe ich auf, ohne Tungsten, damit wir so gut wie schwerelos angeln. So sieht das aus. Im Vorfach gebunden. 40 cm circa. So. Und die Geschichte geht jetzt einfach ins Wasser. So, da kommen wir locker, wahrscheinlich fast bis über den Teich mit. Ja, Leute, manchmal bin ich ja ein bisschen selber schockiert, aber diese Virolino-Montage hat jetzt gerade wieder zugeschlagen. Mit einem einfachen Boxster treiben lassen, ab und zu anzupfen. Und da sehen wir es, ist jetzt kein großer Fisch. Ich schätze mal so ein 1,5 Kilo. Aber da können wir das sehen, dass manchmal auch solche klassischen Montagen einen aus schwierigen Situationen retten können. Ich habe diesen kleinen Spiro eigentlich immer im Koffer liegen. Für so Notfälle, wenn man sieht, dass Fische sehr weit draußen stehen an größeren Gewässern. Und da kann das einfach tatsächlich den einen oder anderen Fisch oben drauf geben. Haben wir den Fisch verhaftet. Ups, wie gesagt, kein großer, auf einem normalen Boxster. Tja, Boxster wieder montiert. Hier mit unserem Spiro oder Bombarde. In dem Fall natürlich eine schwimmende. Werfen wir raus. Und da fischen wir auch ohne Tungsten, weil die Fische sehr, sehr flach stehen. Und sehr oft, wenn man den einmal angekurbelt hat, so einen halben Meter, und der Köder langsam wieder absinkt, meistens kommen da auch dann tatsächlich die Bisse. Und würden wir jetzt mit einem 70er Mirax ohne Kopf angeln, würden wir auf diese Distanz erst gar nicht kommen. Und der zweite Punkt ist, wir können den nicht so lange auf derselben oder in derselben Wasserschicht halten. Und deswegen ist manchmal auch so eine Montage, wenn die Fische wirklich sehr passiv sind und einfach in der Mitte vom See sich aufhalten, kann so eine Montage einen dem Hintern retten. Ne? Einziger Nachteil ist natürlich, wir haben jetzt hier ein bisschen Wind und die geflochtene Schnur treibt auf dem Wasser und der Wind nimmt diese mit. Und da muss man schon gucken, dass man da möglichst geringen Schnurbogen hat. Also quasi direkten Kontakt zur Bombarde. Aber die Wurfweite mit so einem kleinen leichten Ding und solchen feinen Ruten ist schon sehr enorm, muss man wirklich sagen. Da kommt man an so einige Ecken. Und jedes Mal, wenn wir den Köder oder die Montage einen halben Meter rankurbeln, müsst ihr euch das vorstellen, dass der Köder hochgezogen wird und da er keinen Tungsten hat, sinkt er langsam wieder ab und oft gerade in dieser Absinkphase provoziert das die Fische und dann sammeln sie den Gummiköder auf. Ja, der Alex ist hier wieder im Drill und möchte unbedingt seinen Kescher wieder haben. Da ist dein Kescher. Bitteschön.
Petri, Junge. Vielen Dank. Gut, Hans. Ja? Ja. Tja, war jetzt wieder länger ruhig. Einiges durchprobiert. Alex hatte jetzt auf dem Gotthands gerade nochmal eine Attacke gehabt. Und ich habe jetzt einfach meine Spiro-Montage nochmal ausgepackt. Mit dem Boxster, diesmal in schwarz. Jetzt mal eine Naturfarbe versucht, eine richtig dunkle. Das ist jetzt auch eine bessere, die am Haken hängt. Jetzt hoffen wir nur noch, dass wir die auch rausbekommen. Kommt auf uns zugeschwommen. Da sehen wir es, da ist schon. Oh, die ist nicht schlecht. Drückt nach unten. Tja, und? Na? Doch noch nicht. Jetzt ist er wie eine Dampflok noch mal los. Das ist gut, dass deine Schnur da ist. Hab ich gleich wieder, ne? Fische stehen immer noch flach und da konnte jetzt diese Montage vielleicht, wenn sie nicht nochmal aus dem Kescher raushüpft. Und da haben wir sie. Ja, das ist ein guter Brocken. Danke Alex fürs Keschern. Tja, meine Lieben, die nächste schöne Lachsforelle ist raus. Richtig schönes Ding und das wieder auf die passive Montage mit der kleinen Bombarde und dem Box da hinten montiert. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt nochmal. Tja, meine Lieben, die Montage ist eigentlich recht simpel. Und zwar habe ich hier eine kleine Bombarde, hat jetzt auch Rasseln drin. Dann habe ich 40-50 cm Vorfach und dann habe ich einen Boxster montiert am 8er Haken ohne Tungsten in den Snap rein. Vor der Bombarde hier haben wir auch einen Snap. Die Schnur läuft frei auf einem Fluorocarbon-Stück. Dann kommt ein Snap, 40 cm Vorfach und dann der Boxster. Und das Ganze wird immer mal wieder mit der Rute angejiggt. Und in der Absinkphase flattert der Köder und wird ganz oft von den Fischen aufgesammelt. Und das scheint jetzt hier ganz gut zu funktionieren. Jetzt haben wir heute den dritten Fisch schon damit gefangen. Heute Morgen auf dem Gummi ohne Tungsten, dem Mirax, hat auch einigermaßen funktioniert. Jetzt stehen die Fische aber sehr weit draußen. Das heißt, wir können sie gar nicht anwerfen und da ist so ein kleiner Joker oft nicht schlecht. Oh. Was war das denn? Ich habe angefangen, wollte rauskurbeln. Und weg. Ausgestiegen. Ist weg, gell? Tja, meine Lieben, der Angeltag endet hier für mich. Wir konnten noch ein paar richtig schöne Lachsforellen überreden. Mit einer, ja, vielleicht relativ ungewöhnlichen Montage im Ultra-Light-Bereich. Aber man muss sich auch manchmal ein bisschen anpassen. Und hier konnten wir durch die Montage noch drei Fische fangen, wo auf den reinen Spoon- oder Gummiköder schon so gut wie nichts mehr ging. Liegt auch einfach daran, dass wir die Fische nicht anwerfen konnten, da sie ja auf einer weiteren Distanz standen. Aber wir haben ein paar Fische gefangen, sind sehr zufrieden. Ein wunderschöner See, wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.